Am Anfang stand die Idee. In Irland entwickelt, kam sie schließlich nach Deutschland. Gemeint ist die Lions Notfallbox. Sie ist klein, handlich, fast unscheinbar, aber sie kann Leben retten. Wird der Rettungsdienst gerufen, zählt jede Minute. Und die Helfer benötigen schnell die wichtigsten Informationen des Patienten. Doch woher nehmen, wenn der Patient nicht ansprechbar ist und keine der anwesenden Personen Auskunft geben kann? Haben wir keine, der Impfpass ist vorhanden. Wir haben keine Infektionskammer, keine Implantate. Okay, Herr Röhrig. Herr Rettungsdienst. Hallo, nee, ist mein Name. Was ist denn los? Herr Röhrig, verstehen Sie mich? Was ist denn passiert? Pupillen sind auch in Ordnung. Ja, war mal wieder ein typischer Fall, ne? Gut, dass wir hier die Notfallbox hatten. Alle Informationen auf einen Blick. Gut geklappt. Glück gehabt. Eine wundervolle Idee, finde ich. Neben mir steht Christine Zips vom Lions Club Limburg Goldener Grund und Hans-Peter Fischer. Herr Fischer, Sie sind auf die Idee gekommen, es ist ja quasi fast eine Erfindung, ein kleines Döschen, das vielleicht Leben retten kann. Wie ist es dazu gekommen? Ja, wie ist es dazu gekommen? Die Idee kommt von den Lions-Freunden aus Großbritannien. Ich habe diese Idee bei meinen Besuchen in Großbritannien aufgegriffen, habe die Box neu entwickelt, neu konstruiert, so dass sie für unsere deutschen Rettungsdienste kompatibel ist. Ja, also Sie sind ja auch mit dabei und versuchen das jetzt auch entsprechend öffentlich zu machen, mit großem Erfolg. Die Presse ist schon drauf eingegangen. Es hat weit über Hessen hinaus Anklang gefunden. Was muss man jetzt im Einzelnen tun? Also man muss diesen Bogen ausfüllen, man muss ihn in diese Box tun, in den Kühlschrank tun. Gibt es darüber hinaus noch irgendetwas, was man beachten muss? Also wer die Dose im Besitz hat, sollte sie bitte erstens in den Kühlschrank stellen, weil der Grund ist der, dass jeder Haushalt einen Kühlschrank hat, man geht davon aus. Dann ist in dieser Dose ein Button, der an die Haustür kommt. Ein weiterer Button kommt an den Kühlschrank und wenn dann ein Notfallarzt oder Helfer eben kommen, die den Patienten nicht kennen, wissen, aha, hier gibt es diese Lions-Notfalldose und kann sofort zum Kühlschrank gehen und kann die wichtigsten Daten bis zu dem Medikamentenplan hin sofort entnehmen und weiß sehr schnell über diesen Patienten Bescheid. Natürlich sind auch entsprechende Kontaktadressen, ob es Verwandte gibt, die verständigt werden müssen, ob es eine Patientenverfügung gibt. Also alles, was der Sanitäter oder der Arzt wissen müssen. Und was die Fachleute davon halten, das sehen wir jetzt. Also mir wurde heute das erste Mal die Lions Info Notfallbox vorgestellt. Sehr gute Erfindung. Die kann mit Sicherheit Leben retten, wenn der Rettungsdienst ins Haus muss. Wir als Feuerwehr, wir kommen dann meistens als Zweites mit, aber Türöffnungen, dementsprechend sind wir manchmal mit an Bord, dass wir auch wissen, dass es sowas gibt. Mit dem Aufkleber an der Tür weiß dann jeder Bescheid und ich denke, ist eine gute Sache und dem Rettungsdienst und den Patienten wird es wahrscheinlich zugutekommen. Wir unterstützen dieses Projekt, damit wir schnell und effektiv Hilfe leisten können. Diese Box hilft uns, Informationen über den Patienten zu erhalten, wenn er selbst nicht mehr mit uns sprechen kann und damit wir alle weiteren Maßnahmen effektiv treffen können. Die Notfallbox von den Lions finde ich sehr gut. Es ist häufig wichtig, wenn man zu dem Patienten im Notfall nach Hause kommt, dass man eben die wichtigsten Informationen sich halt holen kann. Und manchmal können die älteren Patienten nicht so gut Auskunft geben selber und da ist es eine sehr gute Sache. Deshalb möchte ich da gerne dazu beitragen, dass sich das möglichst rasch weiter verbreitet. Wie kommt man jetzt an diese Dose, Herr Fischer? Ja, die Dose kann man bei mir bestellen und dann gebe ich diese Bestellung an die Wetterauer Werkstätten, das ist eine Behindertenwerkstatt, weiter. Dort werden die Dosen komplett hergestellt, werden verpackt und dann auch von dort an die Clubs oder an die Besteller versandt. Und das geht alles per Post DHL im Übernachtservice. Also auch die Behinderten sind noch mit dabei. Absolut. Und sind mit Begeisterung dabei, nehme ich an. Wir sind ja hier in den Wetterauer Werkstätten und ich habe die Wetterauer Werkstätten deswegen ausgesucht, weil hier die Lions behinderten Menschen einen Arbeitsplatz bieten, weil wir hier vier Arbeitsplätze haben, die kontinuierlich
besetzt sind und somit auch hier gewährleistet ist, dass dem Lions-Gedanken wie Surf das soziale Engagement auch hier in den Wetterauer Werkstätten von den Lions gelebt wird. Dose ist nicht gleich Dose. Hier oben drauf ist ein Aufkleber des jeweiligen Clubs, der die Dose verteilt hat. Und da gibt es wohl Unterschiede. Also Sie geben die Box kostenlos ab, aber das machen nicht alle. Nein, der Lions Club, der örtliche Lions Club kann entscheiden, wie er die Dose vertreibt. Ob er von Haus zu Haus geht oder ob er im Club einen Apotheker oder einen Arzt hat oder Rettungsdienste, die dann diese Dose vertreiben. Ich bedanke mich sehr. Tolle Idee. Ich bin gespannt, wie es weiter verbreitet wird. Schön, dass Sie im Studio waren.